Hey Freunde, herzlich willkommen beim Heavysaurus-Konzert. Schön, dass ihr da seid. Bevor Heavysaurus gleich auf die Bühne kommen, wollen wir euch noch kurz ein paar Dinge erzählen. Ganz wichtig, die Dinos sind recht groß. Ihr braucht aber keine Angst haben. Wir wollen nur spielen. Großes Dino-Ehrenwort. Unsere Konzerte sind zwar leiser als viele andere, aber dennoch, gebt Acht auf eure Ohren, wir haben alle nur ein Gehör. Liebe Eltern, damit auch die kleinsten unserer Fans die Bühne gut sehen können, stellt euch doch bitte etwas weiter nach hinten und lasst die Kinder nach vorne, damit sie freie Sicht auf die Bühne haben und richtig abrocken können. So Freunde, gleich geht's los. Die vier Dinos und der Drache freuen sich schon mega auf euch. Ihr dürft so laut sein, wie ihr wollt. Ihr dürft singen, tanzen und alles das machen, was euch Spaß macht. Mamas und Papas, Omas und Opas und alle, die ihr dabei seid, ihr dürft das auch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Heavysaurus. Vor 65 Millionen Jahren traf ein gewaltiger Meteorit auf die Erde. Von der riesigen Explosion blieben 5 riesige Eier verschont, die verborgen tief unter einem Berg in Finnland lagen, dem Berg der Zauberer. Vor ein paar Jahren dann, es ist noch gar nicht so lange her, trafen sich ein paar Hexen auf diesem Berg. Da schlug ein gewaltiger Blitz in ihre Mitte ein und die vergrabenen Dinosaurier-Eier kamen zum Vorschein. Mit wilden Zaubersprüchen brachten die Hexen die Eier zum Knacken und aus ihnen schlüpften die Heavy-Metal-Dinos. Hier sind Heavysaurus! Stück, 26 Stück, kaum ein bisschen deiner Mut. Du hast schon alles.
Hey, hallo Leipzig! Hey. Hallo Kinder! Und hallo an die, die immer nachlaufen müssen. Schön, dass ihr alle hier seid bei unserer Kaugummis Megatour 2023. Und das Besondere, wir haben heute zwei Shows hier in Leipzig im Hellraiser. Die erste jetzt und nachher um 4 haben wir noch eine zweite. Und ey, Wahnsinn, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns zu feiern. Wer ist denn heute zum ersten Mal bei Heavy Saurus? Okay. Und wer ist überhaupt zum ersten Mal auf einem Rockkonzert heute? Oh, ganz viel. Ja, da wisst ihr ja noch gar nicht, was euch die nächsten 75 Minuten so erwartet. Wir spielen Heavy Metal für Kinder. Habt ihr Lust, mit uns ein bisschen abzurocken? Das war mir nicht laut genug. Habt ihr Lust, mit uns abzurocken? Dann nehmt ihr jetzt die linke Hand und die rechte Hand und fügt die so zusammen, dass ein Klatschgeräusch entsteht. Ungefähr so. Ob groß oder klein, kommt alle hinein, die Größeren stellen sich bitte in die hinteren Reihen. Die Kleinen vorn und spitzt die Ohren, die Eltern bitten wir nach hinten zu gehen, weil sie zu viel von Heavy Metal verstehen. Los hier in Leipzig. Das finde ich auch. Ganz schön, ja? Super. Das ist wundervoll. Und meinst du, wir können die Rakete schon machen? Jetzt schon? Ja. Ich habe so Lust auf Kinder, wir haben so eine Rakete, um festzustellen, wie die Stimmung da draußen ist. Stufe 1 ist bei uns immer so laut klatschen, wie ihr könnt. Mach mal. Stufe 2. So laut mit den Füßen trampeln, wie ihr könnt. Und Stufe 3, so laut schreien, wie ihr könnt. Stufe 4. Stufe 4 ist bei uns alles zusammen. Klatschen, trampeln und schreien. Stufe 4. Und wenn ich so ins Publikum schaue, dann sehe ich auch ein paar Kinder, die schon in die Schule gehen. Ist das richtig? Ja.
Habt ihr auch schon einen Berufswunsch? Ja! Also, was wollt ihr denn mal werden? Arzt, Ärztin, Astronaut, Astronautin, Dino-Rockstar? Also, ich wollte früher immer zur Müllabfuhr, weil ich dachte, die arbeiten nur dienstags. Ja, habe ich irgendwie falsch gedacht. Ja, aber was wollt ihr denn mal werden, Kinder? Da haben wir einen Song dafür. Was willst du mal werden? Der Welt. Und im Februar 2024 kommt eine neue. Ja, die kann man übrigens seit gestern vorbestellen. Die heißt die Pommesgabel. Sagt ihr mir mal eure Pommesgabel? Könnt ihr die alle? Sieht so aus wie der Schweigefuchs, ist nur anders. Ja, okay. Schön. Und wir haben davon schon 3 Songs veröffentlicht und einen wollen wir jetzt spielen über so einen Dino, der ein bisschen unfreiwillig fliegen muss. Hier kommt der Flugsaurier! Startfrei, Himmel wird schwank, das Flugzeug, ach wie schön mein falscher Kurs beginnt. Ich drück die Schnauze an das Fenster, schau wie hoch wir sind. Wir fliegen einfach rein. Wir
2024. Was ist denn da hinten wieder los? Oh oh. Was denn? Ich muss dir was erzählen. Was denn? Der Kompi und ich, wir waren hier in Leipzig heute Morgen ein bisschen spazieren. Okay. Und wir haben einen Spielplatz gefunden. Ein Spielplatz? Aber mit Rutsche allem. Okay, cool. Und da haben wir gespielt und dann kamen welche und einer hat den geschubst. Nein! Einfach so! Nein! Darf man das? Das darf man doch nicht. Kinder, darf man einfach so jemanden schubsen? Natürlich nicht. Ach, Kumpi. Kumpi, du musst nicht traurig sein. Guck mal, die Millie ist da. Die tröstet dich. Der Muffi ist da, Riffi ist da, ich bin da. Und es wird immer mal vorkommen, dass dich jemand ärgert. Und vielleicht schubst dich auch mal jemand. Und das wird euch auch mal passieren, dass euch jemand ärgert. Oder vielleicht mal schubst. Aber wisst ihr was? Dafür gibt's das nächste Lied. Weil da müsst ihr immer dran denken, wenn wir dieses Lied jetzt für euch spielen, wenn ihr mal geärgert werdet. Ihr müsst nämlich nicht nur hier stark sein, sondern vor allen Dingen hier oben. Stark, stark wie ein Tiger! Und da kann man prima dazu mitklatschen. Pass mal auf!
dein Telefon. Nee, das ist gar nicht meins. Doch, das muss deins sein. Das war gestern schon nicht meins. Okay. Vielleicht von den Kindern. Ah, Kinder, ist das euer Telefon? Ja, dann ist es meins. Okay. Ja, ja, da liegt's ja schon. Ich geh da mal ran. Heavysaurus? Ja. Leipzig, Hellraiser. Ja. Ja. Ja, 6000 Leute, willst du die mal hören? Yeah! Wie 600? Nee, 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 das sind 6000! Yeah! Das sag ich doch. Wer hat angerufen? Pro7. Der Fernsehsender. Was wollen die? The Masked Singer. Was für ein Kostüm. Ja, sag, ich mach mit. Ja. Ja, als Seepferdchen. Ja. Oder als Einhornprinzessin. Ja. Du, aber ich muss hier tatsächlich weitermachen, weil die Kinder wollen Disco. Kinder, ihr wollt ja Disco, oder? Ich muss hier weitermachen. Ja, 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 ja. Ja, tschüss. Ja, tschüss, Mama. Okay. Ihr wollt Disco? Ich glaube, ich singe das Lied gar nicht, aber wir haben noch jemanden in der Band, der das Lied singen könnte. Wer könnte das denn sein? Die Milli? Aber wo ist die denn? Milli? Die Milli ist weg? Mussten die nochmal aufs Klo? Die ist sehr schüchtern. Können wir mal Milli rufen zusammen? Milli! 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 Kino Disco für euch! Kino Disco! Disco Shake. Auftritt ist vorbei, wie kommt das hier wie Blei? Ich kann nicht schlafen, schau ständig auf die Uhr. Springe aus dem Bett, Haare sind zerfetzt. Ich steck mich raus in den Hausflur. Leise wie ein Gecko, schleich ich in die Dämmerung.
Backe mit dem Hintern. Tanzen gern. Schon mal mit euren Eltern im Wald spazieren? Und habt ihr mal da ganz hoch in die Baumwipfel geschaut, ob da so ein helles Licht ist? Ich habe so ein helles Licht gesehen. Ich war im Wald unterwegs, es war ein verregneter Tag. Und ich war auch irgendwie nicht so gut gelaunt. Und ich glaube, das hat sie gemerkt. Jedenfalls war da dieses Licht oben in den Baumwipfeln. Und ich dachte mir nur, was ist das? Und sie kam runter und es war eine Waldfee. Und alle meine Sorgen waren vergessen. Alles war wieder gut. Alles war wieder schön. Und wenn es euch mal so geht, dann denkt doch einfach an dieses Lied, das wir jetzt spielen. Denn ich habe es für sie geschrieben. Hier kommt die Waldfee. Die Waldfee sind hoch in den Bäumen.
letztes Jahr auf Großer Ritter der Welttour, ja? Ja, war schön. Waren wir auch hier, ne? Waren auch hier. Wer war denn letztes Jahr schon hier? Waren da ein paar? Guck da, super. Oh, super, schön. Wunderbar. Und ihr wisst ja, wir haben so viele coole Songs immer und immer so wenig Zeit zu spielen. Und wir haben uns gedacht, wir machen aus 4 Songs. Ihr seht richtig, ich habe nur 4 Finger. Wir machen aus 4 Songs einen. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Herr Kapellmeister! Wie sieht's da draußen aus? Und die
unseren Schatz sucht, kann ich mich mal ganz, ganz kurz mit euren Eltern noch unterhalten. Ihr lieben Eltern, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eure Kinder zu Heavisaurus gebracht habt. Ihr habt schon mal vieles ganz, ganz richtig gemacht. Aber ich werde auch nicht müde, es immer und immer wieder zu erzählen, weil wir auch gerade immer wieder neue, kleine, als auch große Fans dazu bekommen. Wir werden so oft gefragt, warum macht ihr das? Warum steht ihr hier oben auf der Bühne? Warum spielt ihr Heavy Metal für Kinder? Es ist ganz einfach, wir wollen nicht, dass eure Kinder später mal Helene Fischer hören. Also sowas, was der Dieter Bohlen in seinem Leben noch nie gemacht hat. Wir wollen, dass eure Kinder im besten Falle zu euch kommen und sagen, Mama, Papa, ich möchte auch ein Instrument lernen. Ich möchte Gitarre lernen, ich möchte Schlagzeug lernen, ich möchte singen lernen, ich möchte Bass spielen lernen, ich möchte ein Instrument spielen. Oder vielleicht kommen sie irgendwann und sagen, Mama, Papa, gib mir mal 500 Euro, ich muss nach Wacken. Genau darum machen wir das. Und genau darum kann ich jetzt mal auch ganz kurz die Band vorstellen. Hier am Bass unser Muffy Puffy! Am Keyboard unser Mädchen in der Band. Und wir haben festgestellt, Mädchen können mindestens genauso abrocken wie Jungs. Am Keyboard unsere Millie Pilli. Am Schlagzeug der schönste Apatosaurus, den es auf dieser Bühne gibt. Am Schlagzeug unser Kompi Mompi. Also, was ist denn? Wo warst du denn? Ah, bist du extra nach vorne gekommen dafür? Ja, okay, super. Und an der Gitarre, Kinder, kein Dino, sondern ein Drache. Deshalb kann der auch so gut Gitarre spielen. An der Gitarre unser Riffi Raffi! Danke natürlich auch an unsere Backline, an den Eddie, an unseren Lichtmann, den Micha, an unseren Soundmann, den Kalli, an unsere Mercher, Bodo und Dina, an unsere VIP-Orgel-Tante, die Susi. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle uns unterstützt bei Heavisaurus. Und natürlich mein großer Dank, wie immer, ans Publikum, an euch hier im Hellraiser in Leipzig, weil ohne euch würde das hier nicht funktionieren. Danke, dass ihr da seid. So, jetzt haben wir sie alle, oder? Nee. Nee, wieso? Fehlt noch einer. Wer fehlt denn? Du. Ach, ich? Nee, du. Nein, ich. Nee, du. Nein, ich. Ich stell dich jetzt mal. Okay, du machst das. Okay. Trommelverwirbelung bitte. Am Gesang? Er. Hä? Ups. Kannst du so nicht machen. Ich mach das selbst. Trommelding, komm. Komm. Gesang? Ich! Nee! Hä? Was denn? Ja, ja. Hä? Was soll ich? Ich also, okay, machst du das? Ich mach das. Du machst. Okay. Okay, jetzt. Also, jetzt. Kompi? Mhm. Irgendwann mal ganz spielen. Okay. Dann machen wir das nächste Mal, wenn wir nochmal spielen. Okay, sag mal, Riffi, ich habe dir doch vorhin erzählt, ich wollte zur Müllabfuhr, ja?
Ja. Und ich habe aber jetzt auch noch ein neues Hobby. Schon wieder? Ja. Was denn? Tierstimmenimitator. Kannst du das überhaupt? Nö. Aber die Kinder können das. Die können mir helfen. Kinder, könnt ihr mir helfen bei Tierstimmen? Ja, okay. Wie macht denn zum Beispiel eine Katze? Schreibt das mal bitte jemand mit. Wie macht denn ein Hund? Eine Kuh? Eine Ziege? Ein Chamäleon? Das frage ich mich auch immer. Aber die allerwichtigste Frage. Wie macht denn ein Dinosaurier? Ja, hast du was gehört? Hast du was gehört? Wie macht denn ein Dinosaurier? Wie macht ein Dinosaurier? Und die Ende!
erzählen wollte. Ich glaube, ich habe es doch schon erzählt, dass wir im Februar, am 2. Februar, ein neues Album rausbringen. Das heißt Pommesgabel. Und wir haben schon 3 Songs davon veröffentlicht. Einen haben wir schon gespielt und jetzt wollen wir euch noch einen spielen. Und zwar geht es da um eine Ninja. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Der Laser-Ninja? Habt ihr das schon gehört, das Lied? Ja? Okay. Könnt ihr denn mitsingen? So, ich sing mal was vor, ihr singt nach. Na, 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 na. Genau. Nochmal. Na, 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 na. Wunderbar. Dann singt jetzt mit. Hier kommt der Laser-Ninja. Ja, weil jetzt kommt schon fast der letzte Song. Ja. Ah, geht auch immer so schnell rum. Ja, aber ich brauche noch mal eure Hilfe, ihr Lieben. Ich brauche noch mal eure Hilfe. Ich sing euch was vor und ihr singt mir das nach. Kriegen wir das hin? Ja? Okay. La 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 la, 2, 3, 4, jetzt. Ah, okay, noch mal. La 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 la. 2, 3, 4, jetzt! Ah,
schön. Kann ich nur mal die Eltern haben? La 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 la, 2, 3, 4, jetzt! Diese Bariton in der Stimme ist einfach. Und jetzt noch gemischt mit den Kinderstimmen nochmal alle zusammen. La 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 la, 2, 3, 4, jetzt! Ganz toll. Heute ist nicht nur Samstag, ihr Lieben. Heute ist Heavy Saurus-Tag! Wirklich? Ja! Wirklich? Ja!
lieben. Das ist ein ganz wichtiger Song. Ihr Lieben, ihr seid hier auf einem Heavy-Metal-Konzert, richtig? Auf einem Dino-Heavy-Metal-Konzert. Das heißt, ihr seid alles kleine Dino-Metal-Heads. Ist das richtig? Und wir halten immer zusammen. Und bei uns sind alle gleich. Egal, ob du klein bist und du groß bist. Ob du dünn bist oder ob du ein bisschen mehr Bauch hast. Ob du weiß bist oder ob du schwarz bist. Ob du grün bist oder ob du ein Dino oder ob du ein Drache bist. Ob du ein Handicap hast, das spielt bei uns hier alles keine Rolle. Denn wir sind alle gleich. Und wir sind Dino Metalheads! Die Botschaft, die Mitte nehmen.
noch zusammen ein Abschlussbild, so wie wir es auf jeder Show machen. Ah, wir müssen nur ganz kurz warten, bis der Kompi von seinem Schlagzeugpodest runter ist. Derweil erzähle ich euch ein bisschen was. Schaut auf heavysaurus.de, schaut auf TikTok, auf Instagram, auch auf Facebook, auf Twitter und erfahrt das Neueste um unsere Dinos herum. Wenn ihr vielleicht noch mal irgendwo in der Nähe, wenn wir irgendwo in der Nähe nochmal sind, dann kommt noch mal gerne vorbei. Wir würden uns freuen. Danke fürs Kommen, ihr wart großartig. Danke. Moment. Tschüss!